Hallo zusammen, hier mal in einer neuen Atmosphäre und es geht heute um Sjahrt Roscha. Den Sjahrt Roscha. Kennt den irgendjemand? Ich denke mal nicht. Das erste Mal, dass ich ihn dass ich von ihm belästigt wurde, das war, als ich mal irgendein Fitnessvideo vor anderthalb Monaten oder so, dann dürfte es ungefähr losgegangen sein, angeklickt habe und dann kam ganz plötzlich er. Und ihr kennt diese Maschen. Ich meine, heutzutage kommt man nicht mehr dran vorbei. Egal, was man bei YouTube anklickt, immer wieder kommt irgendetwas davor mit: Hey, hey, stopp! Gib mir nur 60 Sekunden und ich sage dir: Kleinen Moment! Gib mir nur einen Moment deiner Zeit und ich kann dir ganz genau sagen. Oder sie fangen mit irgendeiner Problemstellung an. Bist du auch jemand, der ständig und so weiter? Man muss versuchen, bei Ad-Kampagnen, typische Werbung bei YouTube, die da vorgesetzt wird, so schnell es geht auf den Punkt zu kommen, damit man die Leute hält. Also versuchen, den ersten 3 bis 5 Sekunden dich irgendwie dabei zu behalten. Das Ganze erfolgt dann auf immer wieder die typischen Weisen. Und mittlerweile würde ich behaupten, ist das eine so offenkundige Masche in Social Media geworden, dass es eigentlich schon jeder einzuschätzen weiß. Nein, sogar ganz im Gegenteil. Mittlerweile muss man immer sich weiterentwickeln und anders handeln, weil Zuschauer bereits schon misstrauisch werden. Wenn jemand alleine schon die typischen Punkte, Sätze, Aphorismen hintereinander bringt, so etwas wie: Hey, jetzt kriegst du ganz umsonst und völlig kostenlos beim Download. Dann weiß schon jeder, das sind immer die gleichen Redewendungen, worauf es hinausläuft. E-Mail-Marketing. Ich meine, man ist es mittlerweile einfach gewohnt. Und bei Instagram genauso. Wenn irgendein Fitnessgirl irgendwo an einem Bach auf einer Wiese sitzt und dann liegt da eine Proteinpackung oder so. Heutzutage ist man das so sehr gewohnt und kennt auch einfach schon so viel von diesem Umtreiben. Bitte, wer reagiert darauf noch? Und das meine ich mit, man muss sich weiterentwickeln, man muss mehr tun, aber jetzt sind wir ganz von Sjahrt Roscha weg und irgendwie doch nicht. Dieser Typ scheint den Schuss nicht ganz gehört zu haben. Klingt das zu drastisch? Soll er gar nicht beleidigend gemeint sein? Er macht noch genau das. Es gibt mehrere Videos von ihm, die wir hier sehen können. Eins, da hat er irgendwo eine BCAA-Packung, hat er nur mit Edding ganz schnell BCAA draufgeschrieben und sagt: Hey, weißt du was, wie du am besten zu deiner Traumfigur kommst, ich zeig's dir. Und dann kippt er den Inhalt, wahrscheinlich hat er da Mehl reingetan oder so etwas, ins Klo. Es ist völlig bescheuert. Er versucht in den ersten 5 Sekunden einfach Aufmerksamkeit zu erregen und mit einem Klischee aufzuwarten, dass ihr da draußen die Fitnessbegeisterten kennt. BCAAs sind schlecht oder was weiß ich. Oh, da bin ich aber jetzt völlig überrascht. Der sagt mir sicherlich was Neues. Und dann kippt er das Zeug einfach weg. Das Dumme dahinter ist eigentlich, dass man dadurch jetzt auch nicht seine Figur bekommt, wenn man das Zeug ins Klo schüttet. Und naja, das BCAA-Thema ist sowas von krass durch. Und mittlerweile weiß man auch wieder: Hey, es ist nicht so, dass es nichts bringt. Das ist eine völlig dämliche Behauptung. Natürlich bringt es was. Nur es ist bei weitem, hat man rausgefunden, nicht so effizient wie normale Proteinshakes oder Aminosäuren. Aber dass es nichts bringt, hat noch nie jemand behauptet. Auch nicht science-based. Nun ja. Jetzt sind wir schon wieder ganz tief im Thema. Er macht auf jeden Fall diese Anfänge und bringt das. Und das wirklich Peinliche, wo ich richtig Gänsehaut bekomme, oh, dass er es auf eine Art macht, sich in den Vordergrund zu spielen, die so zu durchschauen und schmährig ist. Also ich habe kein Problem mit Leuten, die selbstsicher sind und kein Problem mit Leuten, die sagen: Ich hab's drauf. Ich selbst sag, ich hab's drauf als Trainer. Aber die Art wie... Er hat hier in einem Video, sagte mehrmals: Hey, willst du wissen, warum ich das Geheimnis entdeckt habe, da ich McFit-Model geworden bin und da ich mich unter 5000 Leuten durchgesetzt habe? Und dann hätte ich auf all die Fitness-Tipps gehört, die wir immer sehen und hören, dann wäre ich ganz sicher nicht mit einem definierten Sixpack auf Magazin wie diesem gelandet. Dann wäre ich ganz sicher nicht das Gesicht für die größte Fitnessstudio-Kette Europas geworden. Dann hätte ganz sicher nicht den Preis von McFit verliehen bekommen für die beste Transformation, nämlich gegen 5000 andere Mitbewerber durchgesetzt. Dass ich das Gesicht der größten Kette Europas wurde, das Gesicht... Er war also das McFit-Gesicht. Du hast mich bestimmt schon mal irgendwo im Hintergrund gesehen und wusstest es nur nicht. Gott, ernst jetzt? Ich wette, keiner hat sein Gesicht jemals gesehen, nur seinen Körper. Und wenn, dann hat er wahrscheinlich gedacht: Oh, McFit geht ein bisschen zurück mit den Körpern. Die ganzen kleinen YouTube-Homos. Und wie nutze ich wirklich mein Potenzial?
die immer so extrem wissenschaftlich und hoch aufgeklärt tun. Die hatten nämlich auch schon mal krassere, bessere. Mit krasser meine ich einfach nicht nur mehr Muskeln oder sowas, sondern tatsächlich auch hier um einiges ästhetischer. Also, er zwirbelt sich einen drauf runter, dass er da dieses Gesicht von McFit war. Letzten Endes war er nur einer, der mal auf ein Plakat kam von Tausenden, die schon auf Plakaten kamen. Ich will es ja auch gar nicht runterspielen. Verdammt nochmal, normalerweise ist das eine nette Sache. Jeden Kumpel wird man dafür auf die Schulter und dann sagen, hey cool, hast du gut gemacht, hast du was geschafft. Aber auf diese Weise und dann auch noch die Rückschlussfolgerung, deswegen habe ich ganz besonders viel Ahnung. Ach, herrje. Wenn ich mal bei McFit gucke, ich sehe nirgendwo mehr sein Gesicht, nirgendwo mehr seinen Körper und jetzt läuft die Werbung hier überall heiß. Das Gesicht von McFit, komisch, dafür, dass sie alles an Gesichtern drauf haben, nur ihn nicht. Nun ja, das Schlimme ist jetzt bei all dem, was er meistens in den Videos hervorbringt, er ist auch da so offensichtlich, dass es rein marketinglastig ist, um Geld daraus zu scheffeln. Auch hier wieder, mein Gott, ihr kennt mich mittlerweile schon und wenn nicht, gebt euch ein bisschen Mühe und schaut euch meinen Kanal an. Aber dann kennt ihr meine Einstellung so grob dazu. Ich bin keiner, der sagt, man darf da draußen kein Geld verdienen bei YouTube und Social Media oder als Fitnesstrainer. Natürlich soll man Geld verdienen. Ja, da hat jeder sein Recht drauf. Und auch wenn du Ahnung hast, ja, dann sollst du auch dafür was bekommen. Das große Problem ist hier, diese Masche drumherum, wie er versucht, einen zu ködern. Und es ist immer das Gleiche. Wenn ihr müsstet direkt misstrauisch werden und die Alarmglocken müssen angehen, wenn euch jemand irgendetwas sagt, indem er euch erstmal schocken möchte in den ersten Minuten und versucht, eine ultra leichte, angenehme Lösung für etwas zu geben, was einen großen Erfolg verspricht. Das kennt ihr von Geld. Ständig sagt irgendjemand, hat irgendwelche Systeme, auch da sind wir es eigentlich schon gewohnt. Eigentlich sollte damit keiner mehr durchkommen mit der Masche, aber nun ja, sie versuchen es immer noch. Hey, willst auch du ganz easy von zu Hause aus mit deinem Laptop mit nur 5 Minuten am Tag Arbeit und das nicht mal richtige Arbeit, Millionen verdienen? Wie ich es geschafft habe, 4 Millionen Euro in nur einem Monat und dann sieht man ihn irgendwo in Thailand am Laptop sitzen. Also Gott, wir sind so müde von diesen Sachen. Und der Typ, ja, bringt es wirklich immer noch im Fitnessbereich. Ey, willst du wissen, wie du zu deiner Traumfigur kommst und das ohne lästiges Cardio und das ohne, dass du quälen und dich leiden musst und ohne, dass du schwere Gewichte... Man muss also nichts mehr machen und kommt dann eher zur Traumfigur. Sage ich jetzt grundsätzlich was dagegen, weil das nicht sein kann? Bin ich ein Ungläubiger? Will ich gar nicht sagen. Die Rechnungen, die er aufstellt, wenn man dann mal in die Tiefe geht, und ich habe ihm diese Chance ja noch gegeben. Also da erstmal bis dahin, pfui. Diese Art von Marketing und sich zu verkaufen ist einfach ekelhaft. Richtig ekelhaft. Bleh. Aber wenn wir dann mal reinschauen, gucken wir mal, was er zum Beispiel hier in einem Video auf dem YouTube-Kanal, der irgendwann vor ein oder anderthalb Jahren gescheitert ist, was er da gesagt hat. Um 1 Kilogramm Fett abzubauen, benötigen wir ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien. Das ist sozusagen die große Leitzahl, mit der wir jetzt arbeiten werden. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie wir das denn durch das Cardio-Training erreichen können. Das ist der mögliche Fettverlust durch Cardio, bei dem ich davon ausgehe, dass wir 3-mal die Woche joggen gehen von einer Strecke, die 6 Kilometer beträgt mit einer Geschwindigkeit von 5 Minuten und 30 pro Kilometer. Und bei den Männern können wir ungefähr einen Durchschnittswert ermitteln. Und zwar liegt der minimale Verbrauch bei ungefähr 437 Kalorien bis maximal 495 Kalorien. Das sind die Resultate, wenn die Ernährung gleich bleibt. Und bei den Männern verbrauchen wir somit aufs Jahr 72 bis ca. zwischen 62.000 und 72.000 Kalorien pro Jahr, was in einem Fettverlust von 9 bis ca. 10 Kilo sich äußert. Gucken wir uns mal kurz an, was die Fakten und Zahlen dazu sagen. Und ja, hier ist der mögliche Fettverlust durch die Ernährung mit einem täglichen Kaloriendefizit von nur 300 Kalorien. Mit einem täglichen Kaloriendefizit von 300 Kalorien kommen wir auf ein Wochendefizit von 2.100 Kalorien und einem Jahresdefizit von ungefähr 110.000 Kalorien. Da ist ja, wie gesagt, ein Defizit von 7000 Kalorien benötigt, um 1 Kilogramm Fett zu verlieren, bauen wir so auf das Jahr insgesamt ganze 15,6 Kilogramm Fett ab. Okay, du siehst also, dass quasi das Kaloriendefizit durch die Ernährung viel besser und leichter erzeugt werden kann und auch höher ist. Und mit dem Kaloriendefizit durch die Ernährung können wir quasi einen Fettabbau von 15 Kilo erwarten, während wir beim Joggen maximal 6 bis, wie gesagt, 10 Kilo erwarten können. Hier sagt er zum Beispiel, macht er diese tolle Rechnung. Das furchtbar dämliche und dämliche oder manipulative an dieser Rechnung ist, wer hat denn überhaupt diese Parameter vorgegeben? Ja, gut, angenommen wir sagen, es sind 7000 Kilokalorien, die es schaffen, 1 Kilogramm Fett zu verbrennen.
Aber wer sagt denn, dass man jetzt die beiden Parameter nimmt, 300 Kilokalorien pro Tag runter und das gegenüber von dreimal Training in der Woche stellt? Ich meine, vielleicht macht man ja auch jeden Morgen, weil es auch gesund ist und gut für den Kreislauf ist, dass man es viermal die Woche macht, das Cardio. Und der andere würde dann vielleicht nur 200 Kilokalorien pro Tag runtergehen und schon ist die Rechnung ganz anders. Er sagt aber ganz zum Schluss, es ist ganz klar, siehst du, wenn man nur auf Kalorienverzicht und Ernährungsumstellung macht, ist das besser als Cardio. Bullshit! Natürlich kannst du auch mehr Cardio machen. Er geht immer davon aus, das muss langweilig sein, das muss doof sein, das muss ätzend sein. Natürlich. Und wer redet denn davon, dass es keine Kombination geben kann? Cardio ist ja auch so gesund für den Körper. Verdammt nochmal, macht Sport! Und wenn man dann mit den Kalorien runtergeht oder auch nur auf der gleichen Ebene bleibt, hat man die beste Lösung. Nicht die Siat-Lösung, nein. Und am Ende, wenn ihr jetzt mal drei Schritte zurückgeht, was bietet euch dieser furchtbar geniale Siat-Roscher jetzt eigentlich mit seinem furchtbar innovativen System? Eigentlich die gleiche Lehre, die es schon immer gab, was auch schon so Markus Rühl sagte. Letzten Endes musst du einfach nur deinen Arsch hochkriegen. Du musst einfach nur trainieren, du musst dich ans Eisen begeben oder du musst laufen, du musst dich bewegen. Geh raus in die Natur, geh spazieren und friss nicht so viel. Das war's. Das war's. Abgesehen davon muss ich jetzt allerdings mal sagen, wenn ich diese Gurke auf zwei Beinen sehe, gehe ich da von einem Traumkörper aus? Auf den Fotos sieht er wieder toll aus. Wenn ich den so sehe, herrje, ganz ehrlich, ich habe eine furchtbar schlechte Genetik. Aber nach einem bis zwei Jahren sah ich schon einfach toller aus als er. Und nicht nur ästhetischer, auch muskulöser. Und nicht nur muskulöser, sondern auch ästhetischer. Und der hat das Patentrezept entdeckt. Vor allem betont er immer wieder, dass er früher ja so ein Opfer war. Und also guckt euch dieses Video mal an. Das ist auf seinem Kanal. Wie kann man sowas nur sagen? Wie oberflächlich ist man, dass man sich als Loser und Verlierer im Leben bezeichnet und hoffnungslosen Fall, weil er nicht seinen Körper hatte. Der ist nicht mal richtig dick, der ist nicht mal richtig dünn, der hat einen ganz normalen Körper und er ist der hoffnungslose Fall. Oh mein Gott, du brauchst dringend einen Imageberater, Junge. Und was hat er dann geschafft in der großen Transformation? So möchte ich nicht aussehen und so möchten viele von euch sicherlich nicht aussehen. Ihr Ladies da draußen, findet ihr den Körper wirklich so viel schöner? Ich meine, gut, das ist euch vielleicht einfach ein bisschen zu viel und von vielen anderen auch. Aber das? Und dann habe ich noch etwas entdeckt. Er hat sich mal mit einem anderen Spargel-Tarzan, den man kennt, obwohl ich hier nichts gegen ihn sagen möchte, weil ich glaube, der hat wirklich Ahnung. Dennoch, es wird mal sicherlich ein eigenständiges Video dazu geben. Das heißt ja immer, man wäre recht oberflächlich von so einem Markus Rühl-Kaliber oder Pumper-Kaliber, wenn man sagt, ach, wenn man so aussieht wie so eine springende Salami, dann kann man nicht so viel Ahnung haben. Das ist natürlich Bullshit, die können auch Ahnung haben. Aber jetzt mal ehrlich, man sieht diese beiden Jungs jetzt sich zusammentun, trainieren und darüber Weisheiten aussprühen, wie man doch zu einem krasseren Körper kommt und wie falsch alle anderen denken. Nur, dass die beiden unter allen Fitness-YouTubern, glaube ich, die ich jemals gesehen habe, die unmuskulösesten, muskellosesten Körper haben. Während ich, als ich noch keine Ahnung hatte, und die haben da schon zwei Studien jetzt hinter sich und Ernährungsberater und sonst was, als ich keine Ahnung hatte und mit einer schlechten Genetik gesegnet war und mich einfach nur ans Eisen begeben habe und hart trainiert habe, hat's funktioniert. Lässt sich allerdings leider kein Marketing-System und auch kein YouTube-Kanal draus machen. Herrje Gott, finde ich diese Typen furchtbar und dann belästigen mich mit der Werbung hier. Jetzt werden so manche von euch sagen, hey, Adblocker einstellen, aber dann blockt man ja auch die anderen mit weg. Nun ja. Also, wenn ihr genauso denkt, schreibt mir was dazu. Wenn ihr nicht so denkt, schreibt mir was dazu. Xiat, wenn du das siehst, schreibt mir was dazu. Vielleicht hast du ja irgendeine Verteidigung oder so. Aber was haltet ihr von diesen Leuten, die es immer noch auf die gleiche Masche versuchen? Und jetzt kommt es noch viel schlimmer. Kennt ihr Leute, die darauf noch reinfallen? Oh, ich habe da ein System entdeckt, da kann ich Millionen machen. Ich habe schon mal den Job gekündigt. Jetzt kann ich mit nur einer Stunde am Tag Tausende von Euro machen. Und ich kann eben meinen Traumkörper erreichen, ohne trainieren zu müssen, ohne Cardio machen zu müssen und ich kann essen, so viel ich will. In diesem Sinne, bis bald.